Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mario Maker 2. In der letzten Folge haben wir Marios Levels gespielt und in dieser Folge zeige ich euch mein Level, das ich selbst gebaut habe. Ich habe erst eins, von daher gucken wir uns fliegende Schlangen an. Das habe ich ja auch in irgendeinem Part mal gesagt, dass ich eins gebaut habe. Daraufhin haben das auch einige gespielt. Es haben trotzdem nur 3 Leute abgeschlossen. Kein Plan warum. Ich glaube nicht, dass man 100 Versuche dafür braucht, um das zu schaffen. Aber ja, 3 Leute haben es geschafft. Ich zeige euch das heute und wir werden sehen, ob das ein gutes Level ist oder nicht. Da steht übrigens nochmal die Level-ID, also RT0 und so weiter und so fort. 78HQSG, falls ihr es selber spielen wollt. Oh, dein Ziel ist drin, eine 50er-Münze. Nee, sogar 3 50er-Münzen muss man sich holen. Von der Zeit her ist das allerdings nicht so schwer. Also man hat sehr viel Zeit, beziehungsweise unendlich Zeit. Ansonsten, was gibt's zu sagen? Ich versuche das mal so gut aufzudröseln, wie es geht. Also man muss halt 3 50er-Münzen einsammeln. Und es gibt einige fiese Sachen. Auf jeden Fall muss man hier erstmal runterlaufen, ja? Aber nicht gerade runter, weil sonst fällt man in die Lava rein. Und da kommt hier dieser Schlangenblock, der am Anfang noch sehr langsam ist. Dann muss man hier runter, damit man sich die 50er-Mütze holt. Man muss aber darauf achten, weil da dieses Feuer-Dingsbums ist. Der Pilz ist übrigens falsch. Ups. Also man kann ihn mitnehmen. Oh. Ich hätte mich erstmal einspielen sollen, bevor ich mein eigenes Level spiele. Shit. Aber ich fand, ich habe das schon sehr nett gemacht mit den ganzen Münzen hier. Man weiß sofort, wo man hin muss und alles. Das ist schon alles sehr nett, muss ich sagen. Man muss hier aber auch relativ schnell unterwegs sein, weil die Schlange da links, die braucht man noch, um weiterzukommen. So, da geht man hier so hoch. Da rechts sind auch überall noch Fake-Blöcke. Scheiße. Heißt, die einzige Möglichkeit, hier rauszukommen, ist tatsächlich durch dieses eine Loch. Man kann hier, wie gesagt, auch den Pilz mitnehmen. Das hat der Josh zum Beispiel gemacht. Oh. Und hat das auch. Der hat über. Wie hat er das denn gemacht? So. Sag mir nicht, dass ich den nicht mitnehmen darf. Ich möchte den haben. Hab ich auch. Ach nö! Ich muss das auch noch schnell machen? Der hat mein ganzes Level kaputt gemacht, aber ich. Nein, die Plattform! Ach scheiße! Okay, Leute, jetzt zeige ich euch mal, wie man das richtig macht. Jetzt zumindest den Anfang. Also, du gehst hier auf die Schlange, ja? Du musst aufpassen, hier sind nämlich noch Kaiseblöcke. Das hat der Lenz zum Beispiel immer gemacht. Der hat die hier aktiviert, dann ist er erst rübergegangen. Damit er da nicht mehr stirbt. Man stirbt natürlich ab und zu mal, wenn man zu früh auf die Schlange raufgeht. Der war das letzte Mal auch nicht da, dieser Block. Okay. Nein! Ach, boah, der war mies. Quasi jetzt und dann hochhüpft, weil die ja wieder nach links geht, dann sterben da einige Leute. Das ist auch ein paar Mal gekommen, also man muss da relativ schnell sein. Man kann auch den Pilz nehmen, wenn man will, aber so, normalerweise ist das jetzt so, man soll natürlich die Schlange hier mitnehmen. Das machen wir auch erstmal, wir gehen den normalen Pfad. Jetzt war eigentlich der Plan, dass man mit diesen Spin-Attacken sich hier eigentlich langhangeln muss, um das alles zu machen. So weit, so gut, ja? Mir ist aber nicht aufgefallen, beziehungsweise ich hab erstmal die Dinger... Oh, shit, egal. Ich habe erstmal die Dinger genommen. Ey, ich hab's ja trotzdem noch geschafft. Okay, doch nicht. Ich habe erstmal diese Spike-Dinger genommen, wie sie noch gelebt haben, ja? Die Sache ist halt, wenn die leben, dann sind sie einfach von ihrer Plattform runtergelaufen. Aber ich wollte gerne, dass man irgendwie da mit einer Spin-Attacke rumgehen muss. Und deswegen habe ich dann nur die Shells dahin getan. Aber die Shells. Ah, scheiße. Oh, scheiße. Jetzt bin ich selber in meine Falle reingetappt. Ist das denn mein Ernst? Aber die Shells kann man sich halt aufsetzen und damit kann man das ganze Level kaputt machen. Das ist super dämlich. Aber ich wusste nicht, wie ich das sonst machen soll. Na gut, also wir probieren es mal. Wir machen es auch auf meine Art und Weise hier und setzen uns kein so ein Ding auf, weil ich zeige euch erstmal, wie ich überhaupt das gehabt haben wollte tun. Und da gehst du halt die ganze Zeit mit den Schlangen weiter, gehst da einmal rum. Da oben rechts ist einfach nur Trollololololol, da ist nämlich gar nichts. Aber da ist auch keiner drauf reingefallen, bei denen ich zugeguckt habe. Hier sollte man dann auch so rüber. Der erste Part sollte allgemein einfach sehr einfach sein, um erstmal reinzukommen. Dann, ganz am Anfang hatte ich hier eine Flagge, genau hier. Der Lenz hat... Oh, der Lenz hat es auch noch geschafft. Tatsächlich... Huch, wieso kommt da so ein Applaus? Bei dem Stachel hier oben zu sterben. Wie auch immer man das schafft, aber dafür ist er ja da, nicht wahr? Bitte ist deine Fahne. Och. Dizzy? Du bist echt gemein. Oh, scheiße. So, hier war eigentlich ein Checkpoint. Allerdings, wenn man Siegbedingungen drin hat, dann darf man keine Checkpoints mehr ins Level einbauen. Ist halt so leider. So, hier, diese blauen Schlangen sind wieder etwas schneller. Das heißt, du musst auf die blaue Schlange hier aktivieren, dann über den Swamp auf die nächste Schlange. Mit so einer... Fuck. Ich glaube, man kann auch einfach durchhüpfen. Oh, in meinem Kopf war das so, dass man da rüber spinjumpen sollte. Man sollte sehr viel spinjumpen in meinem Level. So, dann geht man halt hier rüber auf die nächste Schlange oder auch nicht, weil man einfach zu dämlich ist dafür. Oh, Mann. Yes!
Vielleicht doch nicht so yes. Das ist ja schlimmer damit. Ich krieg mein eigenes Level nicht mehr hin. So, und eigentlich ist halt der Plan, die erste Ebene sollte noch sehr einfach sein. Und hier geht dann der krasse Scheiß los. Okay, jetzt habe ich ein bisschen gescheatet. Hier auch einige Sachen. Shit! Mann, ich krieg das nicht hin. Also man geht hier rüber und kann hier vor allem nicht so gut kommentieren. Dann muss man da hoch, die 50er mitzuholen. Dann war der Plan scheiße, dass man auf den Swamp rauf geht. Ey, was ist denn los hier? Ich glaube, der Helm ist nicht gut, der macht alles kaputt. Den sollte man nicht mitnehmen. Und nochmal, man geht hier rüber, macht eine Spin-Jump-Attacke. Da unten ist halt noch ein... Wieso kriege ich das denn nicht mehr hin? Da ist noch so ein Stachel. Und deswegen muss man da auch timen, wie man springt. Und immer diese grüne Scheißschlange hier, die übelst langsam ist. Ich wollte es halt erstmal gemächlich anfangen lassen und dann immer schwieriger werden lassen. Bis mir dann aufgefallen ist, oh, du darfst nur, keine Ahnung, 5 oder 6 Schlangen oder sowas in einem Level benutzen. Zumindest in einer Welt. Da, als ich dieses Level gebaut habe, wusste ich nämlich noch nicht, dass man in der zweiten Welt dann nochmal Schlangen benutzen könnte. Also zweite Welt bedeutet quasi, dass man in eine Röhre reingeht und dann in der zweiten Welt ist. So, jetzt kriege ich das aber hin hier. So, Spin-Jump rüber, die 50er... Ey, ohne Witz, als ich das gebaut habe, ich bin da nie gestorben, nie. Geronimo, einfach rüberspringen und nochmal. Ja, ach, jetzt geht's plötzlich wieder. So, okay, dann gehst du auf jeden Fall auf die blaue Schlange hier rauf. Musst hier aufpassen. Hier ist übrigens gar keiner gestorben, warum auch immer. Das scheint ein sehr einfacher Sprung zu sein. Und jetzt ist assig, Leute, denn ihr müsst sehr schnell sein, wenn ihr in die zweite Tür reingeht. Oh. Ich nicht weggucken. No! Haha, first try. Nein, warum, Dizzy? Warum? Denn da ist so ein blaues Knochending und man muss... Scheiße. da oben den On-Off-Button drücken. Das Schöne ist, wenn man runterfällt, dann hat man an sich noch eine zweite Chance. Denn diese Schlange respawnt einfach. Und man kann da unten stehen bleiben. Das hatte ich damals auch nicht gewusst. Ich dachte, man stirbt, wenn man in die Kettensägen unten reingeht, aber nope, da war dieses Schlangending einfach nicht weit genug unten. Und das ist voll assig, wenn da schon so ein Block ist. Was, Leute, wir machen das anders. Das nervt mich gerade, dass ich immer den Anfang neu machen muss. Wir gehen einfach mal in den Levelbaumodus, dann kann ich euch das alles, glaube ich, einfacher zeigen. Also hier so ist das alles, hier sind diese ganzen Kaiseblöcke, das heißt, man kann nur durch diesen einen Block da durch. Die sind einfach nur da, falls man, keine Ahnung... Weiß ich auch nicht. Einfach damit das coole aussieht, diese Flammen. Hier sind die beiden Kaiseblöcke. Bla bla bla. Genau. Und hier oben wollte ich eigentlich so twicken, aber da war das Level dann schon zu Ende. Und hier waren wir jetzt, nicht wahr? Heißt, achso, wir brauchen die 50er-Münzen. Ja, egal, Leute. Die nehmen wir diesmal nicht mit. Also man startet hier oben. Hier muss man auch aufpassen. Hier ist wieder so ein Stacheldingsbums, aber ich glaube, da ist bisher noch nie jemand gestorben. Und go. Let's go. So, da aktivierst du hier den On-Off-Button, musst schnell in die Tür reingehen, weil sonst fällst du da runter. Hier musst du auch wieder drauf achten. Ihr seht mich gerade, ich bin unter diesen Baudings. Weil wenn du jetzt hier hochhüpfst, toll, das ist jetzt richtig dumm zum Abhüpfen. Dann knallst du gegen das Stacheldings, musst auch aufpassen, dass du nicht von der Flamme zerstückelt wirst. Dann kommt hier ein richtig tolles Final Fantasy-Fanfaren-Ding, was ein bisschen zu leise ist. Hier musst du auch aufpassen, weil links und rechts von den Block... wäre ein Kaiseblock wieder. Ach komm, leck mich, Sissi. Leck mich. Kriegt man hier noch so einen tollen Pilz und kriegt hier ganz viel Fanfare und so. Ja, ganz toll. Ja, hast du gut gemacht und dann bist du schon im Ziel. Geil, oder? So, mehr ist das eigentlich nicht. Also hier oben ist die dritte 50er-Münze. Und man muss halt aufpassen, weil hier links und rechts davon sind noch Kaiseblöcke. Ich hätte das eigentlich auch noch so machen können, dass hier noch ein paar mehr Kaiseblöcke sind. Dass man nicht einfach von hier dann darauf abspringen kann. Aber ist egal, da sind trotzdem Leute dran gestorben. Von daher alles cool. Die sind auch alle unterschiedlich hoch mit ihrer Höhe. Aber ich glaube, da hatte bisher auch noch niemand Probleme. Also diese Feuerdinger sind nicht das Problem. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt so viele Probleme hatte. Ja, also das ist der normale Weg. Es ist nicht lang. Es ist eigentlich auch nicht schwer, meiner Meinung nach. Aber ich habe gerade selbst gemerkt, dass ich sehr oft gestorben bin. Von daher... Guck mal, das ist sogar nur ein Block hier, der doof ist. Toll. Und das hier ist halt auch assig, dass man da einfach schnell reagieren muss. Aber ich habe es in die Beschreibung geschrieben. Also alles cool, Leute. Alles cool. Und jetzt zeige ich euch mal, wie man das spielt, wenn man das Spiel kaputt machen will. Und zwar... Ups. Ja, du gehst hier halt runter, ne? So hat das zum Beispiel der Josh gemacht. War mir so auch nicht klar. Holst du hier die 50er-Münze natürlich. Bling, blung. So, der Josh hat sich hier dann auch noch den Pilz geholt. Warum auch nicht? Und ist dann mit dem Pilz hier einfach hoch. Ich krieg das leider nicht hin, weil ich zu schlecht dafür bin.
so den Anfang, aber da kann man noch nicht so viel kaputt machen. Ich wollte den Pilz eigentlich nur als Troll machen, aber man kann ihn anscheinend wirklich mitnehmen. Und die meisten nehmen ihn sogar mit, komischerweise. So, und was man dann machen kann, du kannst hier dir einfach das Ding hier nehmen. Dann wartest du, bis das Feuer da links ausgebrochen ist und gehst dir einfach durch die Kettensägen durch. Und dann bist du schon hier oben. Man muss aufpassen, dass man nicht den Block unter sich kaputt macht, wenn man den Helm mit hat. Aber dann ist man schon mal hier drin. Sehr, sehr schnell. Also das sind hier die Speedrun-Taktiken, Leute. Könnt ihr hier euch nicht mal mehr verletzen. Und ich glaube, es wäre sogar möglich, auf das Feuer da oben ranzukommen. Allerdings braucht man ja natürlich trotzdem diese 50er-Münze. Ach, plötzlich kriege ich es hin, ja. Kriegt man ja die 50er-Münze. So. Wieso geht das plötzlich? Das ist doch super dumm. Dann ist man hier und hat halt diese ganze tolle Kacke mit. Hä? Ja, als ob. Jetzt kriege ich es einfach normal hin. Was geht ab? Ich sehe mich nicht. Wo bin ich? Das habe ich auch zum ersten Mal gemacht. Ich habe noch nie ein Musik-Dingsbums in Mario gemacht. Deswegen, keine Ahnung, deswegen war das alles noch so ein bisschen asynchron und sowas hier. Ja, ich habe es geschafft. Ich bin der Allerbeste. Ja, also warum man da 100 Versuche für braucht, keine Ahnung, Leute. Ich glaube, das geht auch schneller. Ich weiß ja auch nicht, warum ich eben beim, als ich nicht in diesem Gottmodus war, so lange gebraucht habe, ehrlich gesagt. Das hier ist halt ein bisschen assig. Und ja, wie gesagt, hier wollte ich eigentlich, dass wenn man den hier auslöst, dass man da tatsächlich hoch muss. Aber man kann hier einfach unten auch langlaufen, weil diese blöde Schlange nicht weit genug nach unten geht. Und ja, ab hier waren halt die Schlangen auch schon alle, deswegen habe ich hier oben, hier sollte eigentlich auch eine weitere Schlange kommen und nicht so ein Kack. Und ja, deswegen war danach dann Ende. Eigentlich sollte das Level noch viel, viel weiter gehen. Viel, viel weiter. Und hätte ich gewusst, dass man mit einer Röhre in eine zweite Welt kommen könnte, dann hätte ich auch noch mehr gemacht. Aber so musste das Level dann halt schnell beendet werden, weil es heißt halt fliegende Schlangen und ich wollte irgendwas mit Schlangen machen, aber wenn einem dann die Schlangen ausgehen, ist das voll doof. Ja, mal nachsehen. Wir haben 1, 2, 3, 4... 5. Ja, also man kann nur 5 Schlangen pro Welt machen. Richtig doof. Richtig doof. Aber ja, das war mein erstes Level. Ist ein kurzes Level, wie gesagt. Eigentlich auch nicht allzu schwer. Ihr könnt es gerne spielen, wenn ihr wollt. Würde mich freuen. Wäre ganz toll. Da kriege ich nämlich tolle Sachen. Und ja, das war's dann mit diesem sehr, sehr kurzen Video, möchte ich sagen. Ich hätte gedacht, das dauert länger. Nun, vielleicht schneide ich noch ein paar Tode von anderen Streamern mit rein. Die sind dann auch alle in der Videobeschreibung verlinkt. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Ich würde mich freuen, ob ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ich werde bald wieder ein neues Level bauen, keine Sorge. Das wird auch bestimmt viel geiler als das erste. Waren halt meine ersten Anlaufversuche. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Dizzy, dein Level ist besonders. Besonders, ja. Die Musik macht mich nur langsam fertig. Schönes Level. Danke für deine 25 Bits. Aber ein bisschen Cheese Potential ist drin. Ein bisschen. Die Hälfte des Levels ist einfach nur anwesend. Oh, Dizzy, du kriegst trotzdem Herz von mir.